2 in der Bundesliga freien Länderspielphase für das VfB-Lizenzspielerteam bzw. den kleinen Rest davon, der noch zur Verfügung steht, in die Mechatronic Arena nach Groß-Aspach. Gegen das Drittligateam von der SG Sonnenhof stehen von den verbliebenen Nicht-Nationalspielern nur Christian Gentner, Alexander Mayer, Holger Badstuber, Janis Burnic, Ailton und Santiago Ascacibar bei seiner Premiere im VfB-Trikot in der Startformation. Ansonsten sind 5 Spieler aus dem VfB-2-Kader sowie 5 U19-Akteure im Aufgebot vor 3.500 Zuschauern im Großaspacher Fautenhau. In der ersten Halbzeit spielt sich nicht wirklich viel vor den Toren ab. Die einzig gefährliche Situation entsteht nach diesem VfB-Eckball, allerdings nicht vor dem Kasten der SG Sonnenhof Groß-Aspach. In der 19. Spielminute nutzen die Gastgeber die Möglichkeit zum Konter gegen die weit aufgerückte VfB-Defensive. Und so kommt Groß-Aspach schließlich zur 1:0-Führung durch Alexander Aschauer. Bitterer Beigeschmack bei diesem Tor. Holger Badstuber zieht sich eine Verletzung an den Adduktoren zu und muss verletzt vom Platz. Die Badstuber-Verletzung nagt mehr an VfB-Chefcoach Hannes Wolf als der 0:1-Pausenrückstand. Im zweiten Durchgang versucht die mit vielen Youngstern gespickte VfB-Formation dann zwar nochmal das Spiel zu drehen. Erik Hottmann wird bei seinem Alleingang nach einer knappen Stunde allerdings in guter Position gerade noch abgeblockt. Er kann schließlich ebenso nicht ausgleichen wie im Anschluss beim Eckball sein Kollege Ailton. Nach der Hereingabe von Janis Burnic kommt der Ball nämlich im zweiten Anlauf auf Umwegen von der anderen Seite zum Brasilianer. Der Ailton-Kopfball streicht aber knapp vorbei und so bleibt schließlich beim nicht unverdienten knappen Erfolg für die Gastgeber. Der Drittligist macht seine Sache am Sonntagnachmittag nämlich richtig gut und trifft in der Schlussphase seinerseits noch einmal ins VfB-Netz. Allerdings steht der Passgeber im Abseits. Der VfB verliert auch sein zweites Testspiel in dieser Woche mit 0:1. Schlimmer wiegt aber die Verletzungsmisere der letzten Trainingseinheiten und Testspiele. Ja, die letzten Tage waren sehr schwer für uns, weil wir mit Matze Zimmermann eine ganz schwere Verletzung haben. Matze hat ja einen ganz, ganz großen Anteil auch an dem Aufstieg, das als in vielen Phasen dann als Einwechselspieler in der Rückrunde ist immer mit Daniel Ginczek reingekommen, wir haben die Spiele gewonnen und lebt einfach auch diese Kultur. Und deswegen tut uns das richtig weh, weil das einfach ja, Kreuzbandriss so mit die schwerste Verletzung ist, die du dann haben kannst. Und dazu sind 4, 5 kleine Sachen gekommen, jetzt mit Holger Badstuber, der an Adduktoren reagiert hat, am Ende noch ein Spieler und deswegen waren das einfach schlechte Tage für uns. Im Nachhinein hätten wir vielleicht auch in Urlaub fahren können jetzt und hätten uns die Spiele sparen können, aber das weiß man vorher nicht. Wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen geplant, aber es hat jetzt wenig Spaß gemacht.